Hallo, Rates in the Storm hier mit QUA and QAM und QPM. Fangen wir an mit dem QUA, das ist ein Quad Attenuator. Der erzeugt, wenn ich den nicht bepatcht habe, 0 bis 10 Volt und gibt sie an die Ausgänge raus. Will ich jetzt mal was patchen hier, zum Beispiel A. Gehe jetzt in meinen Filter rein. Und kann jetzt von hier aus den Filter steuern. Ich gebe jetzt hier einfach auch mal ein ADSR rein. Und werde jetzt mal ein Oszillator hier. Der hat nämlich keinen Attenuator. Bei Exponential Frequency in und kann jetzt so stufenlos die Modulation regeln. Die Potes sind exponentiell, das heißt, am Anfang lässt sich fein regeln und später wird es dann gröber. Ist also perfekt für Modulationsgeschichten, weil nicht jedes Modul hat Abschwächer drin. Von daher ist das eine praktische Sache. Zum nächsten Modul, das ist QAM, das ist ein Quad aktiv multiple. Aktiv heißt, dass was reinkommt, kommt auch raus. Ist prima, um Oszillatoren anzusteuern. Ich habe ein CV-Signal. Das gebe ich hier rein. In A-In zum Beispiel. Das übrigens auch normalisiert zu B und C wird normalisiert zu D. Das heißt, hier liegen jetzt 6 Ausgänge parat. Und wenn ich dann in B reingehe, sind jeweils hier 3 und hier auch 3 und so weiter und so fort. Ich gehe also in A rein. Und habe jetzt zum Beispiel hier, benutze ich die 2 Ausgänge und steuere jetzt mit einer CV-Quelle meine beiden Oszillatoren hier. Und das Ganze ist dann auch wirklich sehr stimmstabil. Das heißt, die haben dann exakt das gleiche Tracking. Also ein sehr nützliches Tool. Die ganze Geschichte gibt es auch nochmal hier drüben als QPM, als Quad Passiv Multiple. Da ist es ähnlich. Ich gehe hier rein und gehen wir mal da rein und habe dann auch entsprechend meine Ausgänge hier. A und B sind dann auch zusammengefasst. Wenn also in B nichts anliegt, kann man das A-Signal hier abgreifen. Und das gleiche gilt für C und D hier. Hier ist es eben praktisch für alle möglichen Signale, die multipliziert werden müssen, weist aber nicht die exakte Genauigkeit wie QEM auf. Ist aber passiv, braucht also keine Stromversorgung. So, das war's jetzt zu den Modulen.